weil sie in den Ländern, in denen sie aktiv sind, viel tiefer in der Gesellschaft verankert sind, als das eine deutsche Botschaft je sein könnte. Sie bewegen sich ja auf derselben Ebene mit der Bevölkerung, mit Ansprechpartnern, mit Parteien, mit Thinktanks, mit Studenten und mit Bürgerschaft, die in dieser Menge eigentlich eine deutsche Botschaft nie besucht. Das heißt, wir haben ein wirklich tief verankertes Wissen über gesellschaftliche Entwicklung. Ich persönlich verbinde mein eigenes Interesse an Außenpolitik. Das ist jetzt für mich nicht eine Abteilung der Friedrich-Naumann-Stiftung, weil ich Vorstandsvorsitzender bin, sondern es ist auch eine Neigung, sich in geopolitischen Strukturen auszukennen, gesellschaftlichen Wandel zu sehen, Staaten in Transformation, auch Failed States, Staaten, die keine Prinzipien der Good Governance beachten. Und zu wissen, was vielleicht zu tun wäre, um zu weltpolitischen Ordnungsprinzipien zu kommen und die internationale Lage zu verbessern. Naja, Meilensteine sind für mich als Deutscher natürlich die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Das ist der Ausgangspunkt ja unserer Überlegung auch in der Stiftungsarbeit. Wir bekennen uns dazu, wir wissen, dass wir Souveränität poolen müssen, wenn wir internationale Chancen haben wollen. Aber dann richtet sich mein Blick sofort jetzt, gegenwärtig natürlich in die Nachbarschaft. Das ist Nordafrika, das ist der Nahe Osten. Wir sind ja praktisch über das Mittelmeer hinweg Nachbarn und haben dort eine gewaltige Arbeit zu leisten, insgesamt als deutsche Stiftungen. Ja, wir müssen wissen, mit wem und mit welchen Problemen wir es zu tun haben. Das sind ja die ersten Minuten Aufnahmen nach der Transformation, nach der Revolution. Das wird noch ein, zwei Dekaden dauern, bis sich diese Staaten in sich verständigt haben. Die ja immer noch denken, the winner takes it all. Es kann jemand, der die Wahl gewinnt, dann geradezu herrschen, wie er möchte. Wir haben volatile Eliten in Mittel- und Südamerika. Dort ist eine gesellschaftliche und politische Elite bisher nicht in der Lage, überall gefestigte Strukturen aufzubauen. Wir haben Renationalisierungstendenzen. Wir haben Staaten, die wie aus dem Gefrierfach aufgetaucht sind, wenn wir den postsowjetischen Raum beobachten. Und wir haben zwar das pazifische Jahrhundert ausgerufen, aber Asien ist längst noch nicht so weit mit all seinen Rivalitäten und auch großen sozialen Problemen neben großen Wachstumsraten, international eine wirkungsvolle Rolle zu spielen. Sie hat eine zweiseitige Funktion. Erstens regt sie auch deutsche Eliten an, mal geostrategisch zu denken. In Deutschland ist ja diese Diskussion praktisch unterbelichtet. Allein wenn Sie eine Medienlandschaft sehen, wer dort wirklich sich für Außenpolitik interessiert und nicht für den täglichen Gebrauch von Schlagworten im Inland. Wir können aber auch aus unseren Erfahrungen, auch aus deutschen Erfahrungen nach den beiden Katastrophen des letzten Jahrhunderts, durchaus unseren Gesprächspartnern mitteilen, wie wir aus Katastrophen auch wieder herausgekommen sind, was als Basics notwendig ist zu etablieren. Und daran arbeiten wir. Wir werden auch in unseren Argumenten gut aufgenommen. Das muss ich sagen. Wir haben sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sozusagen als kleine Botschafter liberaler Politik in diesen Ländern. Ja, das ist für uns Liberale natürlich klar. Es gibt die Menschenrechte, die sind für uns unabdingbar. Wir müssen uns in Ländern nicht verhalten wie eine Regierung, die mit einem Land trotz Verletzung von Menschenrechten noch einigermaßen kooperieren möchte. Wir sagen ganz klar, dass sie für uns nicht verzichtbar sind. Die Rechte der Frauen, aktuell gerade eines der Hauptthemen in Indien, nach dieser bösartigen Vergewaltigung. Wir hatten das schon immer als eines unserer zentralen Themen, sehen aber jetzt mehr und mehr in Gesellschaften, dass es zu viele gibt, die Männer dort noch als höherwertig beurteilen. Das hat auch mit einer Prägung durch Fundamentalisten
in religiösen Gemeinschaften zu tun. Das müssen wir wieder stärker betonen. Wäre auch aktuell wieder eine stärkere Herausforderung. Drittens, es kann keine Gesellschaft soziale Vitalität ausstrahlen, wenn sie nicht marktwirtschaftlich nach unserer Überzeugung organisiert ist. Weltweit kennen wir alle Länder, die Wettbewerb abgeschafft haben, die den Menschen größere soziale Sicherheit versprochen haben. Die haben alle ihre Gesellschaften an die Wand gefahren. Das heißt, wir wollen eine kulturelle Revitalisierung der Marktwirtschaft weltweit haben. Eine der erfolgreichsten Entwicklungen in der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ist die Auslandsarbeit. Als Theodor Heuss mit anderen die Stiftung gegründet hat, hätte sich keiner vorstellen können, dass neben der politischen Bildung im Inland, die ja aus der persönlichen Lebensgeschichte von Friedrich Naumann auch eine Rolle gespielt hat, wie in diese Dimension in der Auslandsarbeit kommen. Sie ist aber notwendig geworden, denn wir können auch als Deutsche nicht auf einer Insel überleben, wenn wir nicht weltweit Ordnungsprinzipien, Menschenrechte, Humanität, Aufklärung als Grundlage des Denkens von Menschen haben. Insofern arbeitet die Stiftung an einer Wurzel international, die auch für die freiheitliche Existenz Deutschlands wichtig ist.